Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs 2 mit mir, eurer Realität. In der letzten Folge haben wir das Auto, was da hinten steht, ja, gestohlen, geschrottet. Und ja, das nur um Follower zu kriegen, damit wir stärker werden. Und das um letzten Endes in der Hauptmission hier gegen Blumen antreten zu können. Hallo Stadträtin. Marcus, was verschafft mir die Ehre? Wir müssen reden. Inoffiziell. Wir treffen uns unten am Ufer, südlich meines Büros. Bin unterwegs. Ja, ich nehme die Folgen gerade hintereinander auf, weshalb ich immer noch Spaghetti vor mir stehen habe, die extrem stärker sind. Was ist mein Auto? Da vorne, gut. Was zur Hölle? Okay, ich habe erst gesehen, dass das Auto da leicht in dieser Säule drin steht. Dann nehme ich jetzt einfach das Auto, was wir in der letzten Folge geklaut haben. Kann ich nicht. Optimal. Nach oben sind Galilei keine Grenzen gesetzt. Der Raketenboom des Raumfahrtkonzerns in San Francisco geht heute mit dem Start weiterer Raketen in die nächste Runde. Die Raketen tragen Satelliten. Zu deren Zweck das Raumforschungsunternehmen jedoch keinen Kommentar abgeben wollte, um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden. Wo war das Radio? Klar, die Musik ist zwar ziemlich cool, aber... Scheiß! Ich bin jetzt nicht gerade auf Strikes aus, daher... Sicher ist sicher. Das ist die falsche Mission. Ja, das Auto ist noch gut. Das ist ja echt Film Noir-mäßig. Was ist los? Das Okidi. Letztes Mal, als die so korrupt waren, kam sie unter staatliche Aufsicht. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Ich dachte, die Sache wäre geregelt. Was hast du gefunden? Cops, Verdächtige erschießen. Beweise unterschieden. Stehlen und lügen und das System bescheißen wie in alten Zeiten, nur dass jetzt CTOS ihr Alibi ist. Ermessensspielraum. Gut, bring die Beweise und damit unterstütze ich euch. Das OPD ändert sich wirklich gut. Für mich und meine Frau geht unsere Kommune über alles. Bullshit. Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Das Department hat immer noch Probleme, ja. Aber es hat auch seine Reform. Wen beschützt du, Miranda? Kommune oder die Polizei? Markus, gerade du kannst doch echt nicht so naiv sein. Das Police Department und die Kommune, die es beschützt, kannst du nicht getrennt betrachten. Ihr wollt etwas verändern? Dann stoppt die Leute, die die Technologie als ihre Maske benutzen. Denn du und Deadshack seid mit Sicherheit nicht die Einzigen. Und eine Lawine tritt man nicht am Fuß des Berges los. Sorry, wenn ich laut trinke. Für deine Freunde beim OPD. Markus, wenn sie sich irgendwo fühlen, schnell aufgewacht zu sein, sind das nicht deine Freunde. Mir wurde schon oft gesagt, dass ich extremst laut trinke. Josh, der Chief, das ist aber auch irgendwie nur beim Zocken. Also sorry, sag wenn mir, ich laut du was hast, um ihn dran trinke. Zu kriegen. Es wird einen Drogendeal geben bei einer Raffinerie im Norden. Und an den Docks im Südwesten ist irgendein Austausch eines Fahrzeugs geplant. Biss ihn ans Bein! Das ist unsere Chance, unseren freundlichen Polizeichef aus seinem Versteck zu locken, um es gerade zu biegen.
Großartig. Ich fange mit der Raffinerie an. Drogenhandel wäre ein ziemlicher Schandfleck auf seiner neues und besseres OPD-Fassade. Auto ist nicht mal Schrott. Stop it, ich will nicht auf jedem meiner Videos einen Strike sehen. Ach ja, und ein Strike bedeutet nicht gleich, dass... Scheiße, dass keiner das Video sehen kann. Das ist nur eine Strike-Warnung, was ich hier immer reinkrieg. Zum Glück. So, dann ab zum nächsten Wegpunkt. Wo muss ich hin? Dahin, optimal. Immer schön weit weg. Aber hey, durch so eine riesige Stadt zu fahren, würde normalerweise ja viel länger dauern. Da ist es gut, dass Games ein bisschen unrealistisch sind. Man ist extrem schnell unterwegs. Hab jetzt halt auch keinen Bock, während der Folge eine halbe Stunde halt hier rum und rum zu fahren. Hätte dann auch, glaube ich, überhaupt keinen Bock mehr auf das Game. Also ja, dann wäre es ja, dann müsste man ja schon fast sagen, ja, zwischen den ganzen Fahrzeiten ist auch ein bisschen Story und ein bisschen Geballer, aber ansonsten nur Driving Action. Und auf sowas habe ich echt keinen Bock. Das war ich nicht. Das auch nicht. Und ich habe keine Botnets mehr. Hey, bin bei der Raffinerie. Sei vorsichtig, das ist Bratwa-Gebiet. Aber wird von CTOS überwacht, richtig? Suche ich wieder nach einem Server? Sag mir, wenn du drin bist. Every fucking time. Wieso? Das stellt sich einfach, kommt von alleine an. Überwacht, richtig? Suche ich wieder nach einem Server? Sag mir, wenn du drin bist. Hat er eben... Dieses Gespräch hatten wir eben erst. Aber okay. Why not? Platz für wertvolle Ladung. Okay, um die Schützen muss ich mich dann als erst. Und das geht in die Luft. Ich wette meinen Arsch, dass das da drin nicht wasserdicht ist. Ich kapiere nicht, wie die das alles direkt vor CTOS durchziehen können. Klar, das System hat Fehler, aber mehr als so kann man doch keinen Inflagranti erwischen. Die haben sicher was laufen, damit die Aufzeichnungen vom Server gelöscht werden. Bei dem, was wir alles gefunden haben, machen die das nicht sehr gut. Vielleicht waren wir vor dem Termin dran. Wie bei der Müllabfuhr. Läuft alles nach Zeitplan. Oder vielleicht werden sie schlampig. Wenn man glaubt, über dem Gesetz zu stehen, wird man übermütig. Ist das eine subtile Anspielung unseres Greyheads? Nur eine Beobachtung, Herzchen. Keiner hackt die menschliche Natur. Zumindest nicht auf Dauer. Ach, Update-Datei installiert. Was? Jetzt schon? Moin, das ging auch schnell.
alles explosionsbereit machen und... Nein. Du. Ist hier irgendwo ein Eingang? Anscheinend nicht. Okay. Naja, egal. Wird jetzt auch nicht so wichtig sein. Ich kann das an sich auch einfach hier abstellen, oder? So. Ich weiß noch nicht, was jetzt genau senken und was genau heben sein soll. Junge! So. Nein. So. Steuern. Ja. Bin leicht erkältet. Okay. Sollen wir die jetzt alle stehlen oder alle hochjagen? Wenn wir sie hochjagen oder zerstören sollen? Dann wäre das jetzt optimal. Und so, noch einmal kurz was essen, dann sollte ich bereit sein.